Okay, was ist das für ein Ding? Hat ein bisschen was von Star Wars, das Teil von Boba Fett. Seinem Raumschiff. Bisschen Ähnlichkeit, zumindest. Ah, das Ding projiziert das hin, was wir da gemacht haben, oder zumindest der Vater. Shepard. Ah, und er will wissen, was wir gemacht haben und will es jetzt nachmachen wahrscheinlich. Wie er das Ding steuern kann, deswegen sind wir auf dem Planeten. Nur wird das für ihn nichts. Denn er hat das Implantat nicht, welches wir haben. Das scheint ihm zu missfallen. Ah, Pech gehabt, Pech gehabt, Pech gehabt. Oh, jetzt geht er. Ist er angepisst. Das sieht schon grafisch ganz geil aus, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Das hat schon was. Den werden wir wahrscheinlich nicht als, wie sagt man, ich komme jetzt nicht drauf. Zuletzt gesehen Ryder, haben, noch, den sehen wir auf jeden Fall nochmal. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Cool. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle hier. Oh ja, das Ding ist ja riesig. Wenn man mal bedenkt, wir haben 20.000 Menschen drauf. Nur ihren automatischen Anflugkanal das rein. Ding Niemand ist antwortet. Ein Fliegenschiss für wie das. Auch immer. Wir sind hier. Bringen Sie uns wenn man rein. Sich das Ding mal anguckt, da. Krass. Das ist schon riesig. Auf geht's, wir landen. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert, vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Alle Anzeigen grün. Das ist jetzt aber einer ein bisschen schnippisch. Das war's. Wir sind da. Jetzt weiß ich übrigens wieder, den Hammer nicht. Nee. Was soll's. Den haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Das meinte ich übrigens vorhin damit. Okay bei Ihnen, Ryder? Klar, der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Ja, natürlich passiert das. Wir sprinten jetzt hier durch das Ding durch wie die Verrückten. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er ihm. Wir haben so einen leichten hellen Schein um uns drum, ne? Ein bisschen reingeschnitten. Sieht man so ein bisschen. Es kommt wahrscheinlich wieder ein Zug, natürlich. Kommen unsere Leute mit? Kommt ihr oder? Habt ihr keine Lust? Ah, da sind sie. Okay. Auf geht's. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßung. Oh, immer was trinken. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Ja, was das zu essen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Apropos Essen, ich werde jetzt gleich wieder auch schön was wir zu essen. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges ich zu essen und schön eine Hamburger Dusche. Oder so, wäre was Feines. Ich mir gleich erstmal machen. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Gehen wir mal hin, sprechen wir mal mit dem Ding. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen.
Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Luftendung, das aktuelle Jahr, die Nexus, die Andromeda-Galaxie. Tja. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Ja, dann machen wir doch hier weiter, wa? Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße. 2,5 Millionen. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem um genau ist zu sein. So weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie, wenn man mal bedenkt, Kolonisten, dass die 2,5 Millionen Lichtjahre weg ist und wir 637 oder 34, weiß nicht mehr genau, am Anfang Jahre unterwegs waren. Das ist schon heftig, wenn man das mal so besieht. Ja gut, das ist halt, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann ist ja, es vergeht die Zeit ja langsamer für einen selbst, das sind dann eben die 600 Jahre, aber wenn man jetzt zurück zur Erde fliegen würde, dann wären da mal locker, boah, wie viele Jahre da vergangen wären. 2,5 Millionen Lichtjahre. 2, oh, puh. Naja, gute 5 Millionen Lichtjahre. Also, ja. Weiß nicht, wie man das in Jahre direkt. Im Prinzip ist, braucht das Licht in der Geschwindigkeit so lange da. Oh, möchte man gar nicht drüber nachdenken. Machen wir einfach mal weiter. Die Nexus. Was ist die Nexus? Wahrscheinlich gibt es die Erde gar nicht mehr. Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Ablauf der Ansiedlung, das ist scheißegal, das brauchen wir nicht. Wir brauchen noch das aktuelle Jahr. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Ach komm, wir machen das auch noch. Wo lassen sich die Kolonisten? Dann haben wir alles. Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden? Tja, 7 ist schon mal für den Arsch. Unsere haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Uff. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Müll. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Nö. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit für die Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Unbekannter Fehler. Das war echt hilfreich. Ja. Das Ding ist wirklich... Hat so ein bisschen was... Generell ja, hat das alles so ein bisschen was von stimmt hier Passengers. Ganz gar nicht. Wenn einer alles den Film schon mal gesehen hat, ja, das könnte gut hinkommen. Ist, haben Sie sich echt Mühe gegeben. Oh, hier ist jemand. Hallo. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Oh. Hat er sie gehört? Er sagt nichts. Sagen Sie von einer Arche? Ja, wir sind gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet.
Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, wie er da steht, Alter. Miliz auf der Nexus. Ich bin Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Haben Sie uns denn nicht erwartet? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Krass, da warten die ein Jahr und bis jetzt noch keine Plan Arche da. Alles, was konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Geißel? Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Aber die hat sich doch jetzt erledigt. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Oh. Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Exilanten. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die ist natürlich schon da. Na klar. Logisch. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Wir wissen, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Sieht ein bisschen komisch Essen, aus, Wasser, der Typ. Uns mangelt es an allem. Aber das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Das ist halt so. Glubschi. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Die ist mir unsympathisch. Sie müssen verstehen. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber ich denke, die Wolke ist weg. Durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Genau so ist es. Sonst hätte mich mein Vater nicht ausgewählt. Er wusste, was es heißt, ein Pathfinder zu sein. Genau. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Kesh, die Leiterin dieser Station. Leiterin. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Okay. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns guttun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Boah, was eine Zicke. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Na, da auf dich stehst du, wa? Willkommen auf der Nexus. Unfassbar, wie sehr alles schiefgelaufen ist. Ja, es ist schlimm. Aber noch ist es nicht vorbei. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Sieht ja schlimm aus, ey. Das ist ja Crystal nochmal, noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Krass. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn die Energie verbraucht ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben.
Da, was bringt das Licht da draußen? Das könnt ihr euch sparen. Das könnt ihr euch sparen. So. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, denn ich muss unbedingt was essen. Vorher sehe ich mal zu, dass ich das auf jeden Fall gespeichert bekomme. Wie speichere ich das? Einstellung, Spiel an. Hier kann ich nicht speichern, aber es kann nicht sein. Ich muss speichern können. Doch, da steht es ja riesengroß. Neuer Spielstand. Okay, jetzt kontrollieren wir das nochmal, ob der es auch wirklich gespeichert. Uhrzeit, jo, passt. 23:45 passt. So, dann werde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Nam, 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 nam. So, hallo, wir sind zurück. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich muss jetzt kurz überlegen, was wir jetzt... Okay, wir gehen gleich erstmal zu dieser Mission dahin. Ja, Hyperion. Nee, wir müssen hier runter. Hier runter, hier runter. Liegt ja jetzt doch schon wieder... Zwei Tage? Ja, ich glaube 2 Tage. Habe ich jetzt keine Aufnahme gemacht. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind. Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Hat doch Zeit, nein. Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Addison hat Ihre Meinung. Ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Nee. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Und wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Viel Spaß. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Oh, oh, oh. Letzten Endes kratzt es Sie nicht, falls ich scheitere. Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Okay, wo finden wir Sagen unser Schiff? Sagen Sie mir einfach, wo mein Schiff ist, damit ich von hier weg kann. Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Da piept was. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein. Alles gut. Okay. Gut. Dann... Gehen wir mal... Ne, hier müssen wir nicht lang. Oder? Doch. Er ist da schon wieder... gestört. Ausrufezeichen. Was wäre er denn? Hey. Alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier.
Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen, wenn die mit kritischen Systemen anfangen? Tja, jetzt ist die Frage, nehmen wir die Quest an und machen die erst hier auf dem Schiff oder... Ja, komm, wir machen natürlich. Die. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Okay, dann... Mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Klappen finden. Das hier... Ne. Tja, die Frage ist... Ah, da ist noch eine Quest, aber... Wie finde ich das denn jetzt? Muss mal gucken. Die Dinger soll ich scannen, oder was? Ne, kennenlernen? Da war mal gerade. Hier soll man mit diesen ganzen Typen sprechen. Hier ist ein... Gehen wir da mal hin, oder was? Wieso muss man denn... Ich verstehe nicht, warum man... Mit M kann man die Karte aufmachen, aber nicht wieder zumachen. Okay, dann gehe ich mal. Wäre schon schön, wenn man das alles mal ein bisschen angezeigt bekommen würde hier. Wo man hier direkt hin brasseln muss. Weil so richtig durchgestiegen bin ich da noch nicht. Okay, also machen wir nochmal. Besser nicht mal. Das wäre schon schön, wenn ich hier so eine kleine Anzeige hätte. Jetzt zeigt er mir zumindest hier unten das Ding mal an. Hier ist irgendwas. Gehen wir mal zu ihm. Achso, das ist ein... Sind wir hier mit ihm hier, oder? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? So. Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also... Okay. Ja, wir haben richtig viel. Da können wir hier auf jeden Fall richtig zuschlagen. Das können wir vergessen. Okay, dann wieder zurück. Sollen wir jetzt hier vielleicht schon irgendwas scannen? Na, hier gibt's zumindest nichts zu scannen. Hier ist was, wo einer dran arbeitet. Nee. Ist doch doof. Neuen Ort entdeckt, ja toll. Ist alles super. Aber ich stüsse hier rum, wie blöd. Er läuft hier einfach rein. Keine relevanten Daten. Okay, dann erstmal drauf geschissen. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem... Machen wir erstmal unsere Main-Mission, weil... Boah, ich jetzt hier rumirre, wie blöde. Erstmal hier durch. Vielleicht kommt ja unterwegs auch so ein Ding. Ach, mit dem haben wir ja gesprochen. Hier müssen wir also auch nicht lang. Ein bisschen lang. Hallo? Nee. Also muss ich hier runter. Junge, Junge, Junge. Das ist ein verwinkeltes Kram. Hier rein, wa? Das könnte klappen. Jo, das sieht ganz gut aus. So, hier steht Cora, mit der sprechen wir nochmal. Hey, alles okay? Die haben sie ziemlich in die Mangel genommen. Und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen?
Oh, wir kommen damit klar. Ich hatte mit so etwas gerechnet. Und ich kann mit dem Druck umgehen. Freut mich, das zu hören. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn Sie schon dort sind, sollten Sie vielleicht auch nochmal nach Ihrem Bruder sehen. Das eine Anspielung auf eine weitere Quest sein, die wir nicht lösen können, weil wir die Wege nicht finden. Obwohl, naja, mal sehen. Ich hab keine Ahnung. So. Ja. Müssen wir jetzt auch in die Richtung? Ja. Okay. So. Hier stehen halt immer noch Leute und sitzen rum. Kann ich nicht verstehen. Naja. So. Erstmal gehen wir Kollege Schnürschuh hier. Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Hallo. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssten etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Das ist doch cool. Alec nannte sie Profile. Wieso, was auch? Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Solche Dinge geheim zu halten, macht die Leute nur misstrauisch. Es wirkt, als führe man irgendetwas im Schilde. Alec befürchtete, andere würden es nicht verstehen. Ja. Er selbst betrachtete es als eine symbiotische Beziehung, von der wir beide profitieren. Genau. Was hast du davon? Obwohl ich plötzlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Aber trotzdem haben wir das Sagen. Aber der Mensch hat trotzdem das Sagen, oder? Natürlich. Ich war nie dazu gedacht, den Pathfinder zu ersetzen. Nur dazu, ihre Fähigkeiten zu fördern und zu verbessern. Dann bin ich ja beruhigt. Also, wie sieht der Plan aus? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Okay. Ich muss mal ganz kurz raustappen, weil ich muss nämlich unbedingt mal was gucken. Also nicht wundern, wenn jetzt mal ganz kurz, ihr könnt euch das in der Zeit mal angucken. Hier nehme ich mal... Na, doch, jetzt geht's auf. Das würde ich nämlich... löschen, ja. Und dann möchte ich noch hier rein und diese hier auch löschen. Das ist nämlich wichtig. Ich habe nämlich kurz vorher vergessen, meine Platte zu leeren. Und das würde dann in die Hose gehen mit der Aufnahme. Die wäre dann nämlich wieder futsch. Okay. Habe ich geschafft. So, dann gucken wir. Frontkämpfer, Soldat, Techniker. So, wir haben ja den Frontkämpfer hier gewählt. Gottes Willen, ey, ist das viel. So, was haben wir denn hier? Kampf. Gesundheit, Schild, Sturmangriff, Frontkämpfer. Ihr Trupp ist eine Stufe
aufgestiegen. Verbessern Sie Riders Kampffähigkeiten, indem Sie Kampftech oder Biotikfähigkeiten kaufen. Ach du Scheiße. Heftig, ja. Ich würde sagen, erstmal Sturmgewehr einen Punkt verbessern, oder? So, zurück. Was haben wir hier noch? Kampffitness. Rotflinten, Stolpermine, Barrikade. Barrikade ist, glaube ich. Ja, genau. Das ist auch ganz geil. Den nehmen wir auf jeden Fall auch. So, das, ich würde sagen, dann sparen wir erstmal. Ja, möchten wir bestätigen. Was haben wir hier? Alter Schwede, ey. Okay, das sind die Waffen, die man so ausrüsten kann. Mods, Sturmgewehr. Kann ich schon ausrüsten? Die sind beide ausgerüstet, oder was? Okay. Boah, heftig, Leute, heftig. Das ist eine ganze Menge. Brandmunition ist beides ausgerüstet. Okay. Aber wie legen wir das an? Können wir das überhaupt direkt so anlegen? Das ist Forschung, Ressourcen. Um Gottes Willen. Okay, das gucke ich mir mal direkt richtig in Ruhe an, ich muss mir das jetzt hier nicht alles so direkt durchlesen, das wäre Schwachsinn. So, wir sollen ins Hauptquartier gehen. Von unserem Vater. Ist das der hier? Ist das vielleicht? Okay. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, jetzt machen wir erstmal hier den ganzen Kram. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen. Er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz... Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Moin. Ach, du Scheiße. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Tja. Sam? Das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tassoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere. Hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Was ist da? Hallo Alec, hier ist Dr. Tissoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Okay. Hallo Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen.
Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Die Andromeda-Galaxie. Ja, da gibt's wahrscheinlich noch einiges. Auf, in der Milchstraße. Was wir noch in Wirklichkeit erkunden können. Da wissen wir nämlich noch gar nichts. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Ja. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Okay. Junge, Junge, das ist eine ganze, ganze Menge hier. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Okay. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Ja, du musst es doch dann nicht nochmal die ganze Zeit durchsitzen. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Ja, ist doch okay. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Ich will doch nur austesten, was ich jetzt hier alles. Wahrscheinlich kann ich den auf den dann auch nicht, aber wir klicken den nochmal an. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Ach, schön. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Ja. Wir melden uns ab. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Wiederhören. Tschüss. Oh. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des ersten Kontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Ah, das konnte man direkt mitnehmen. Das hat keine... Oh, Bücher. Ja, wir sollten hier das wirklich alles... Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Okay. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. So, hier müssen wir nochmal rein, ne? Ryder, ja. Die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment, ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja, Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay, jeder Tag bringt was Neues. Oh Gottes Willen, okay. Ich nehme an, deine Basis ist hier im Sam-Kern. Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Aha. Das hört sich ja interessant. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. Ja.
Das gucken wir uns mal noch an. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere Sams. Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Das fragen wir mal noch. Weißt du Näheres über Scotts Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt Scott so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Okay. Dann machen wir das noch und haben alles. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrung des Vaters geformt. Er will sich also mit uns fortpflanzen. Und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Ja. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Okay. Und? Das war vorerst alles. Natürlich. So. Jetzt wird das wahrscheinlich hier alles ein bisschen aktualisiert. Hoffe ich. Bevor sollen wir eine Treppe runter. Ah, und jetzt wieder eine Treppe hoch. Macht natürlich Sinn. Okay. Ja, wir sind die Treppe rum. Jetzt gehen wir hier wieder rein. So, jetzt sollen wir... da wollen wir hin. Zu unserem Bruder gucken wahrscheinlich, oder? Ich hoffe, wir sind da richtig. Ist aber auch riesig, das Ding, ey. Heftig. Ah ja, das war das hier am Anfang, wo wir den Brand gelöscht haben. Ich mach's hier wieder gut, Dash. Versprochen. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Grüß dich. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Wir werden sein Opfer nicht vergessen. Richtig. Alles, was ich von nun an tue, wird für ihn sein. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Gott. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Boah. Ryder, schön Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Ich weiß noch gar nicht, wie er gestorben ist. Wie ein Held. Und das ist das Einzige, was zählt. Ich traf bisher nur einen Pathfinder, also mit Ihnen zwei. Aber ich denke, auf einer unbekannten Welt sein Ende zu finden, ist ein guter Tod. Ja, das ist irgendwie passend. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Ihr Bruder hier durchkommt. Das wird Zeit. Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich er hat kurz gezuckt. Wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und im Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Tja. Was wird Ihre Aufgabe auf der Hyperion sein? Wir haben ja immer noch Tausende, die gerade ein Nickerchen machen. Und um die muss sich jemand kümmern. Und so kann ich auch nach Scott sehen. Einer alleine 1000. Heftig.
Wie geht es, Scott? Sein Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt er. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Das ist gut. Das will ich auch oft haben. So. Komm, das hören wir uns auch noch an. Wie wenn wir schon mal hier sind. Initiative gelandet? Viel Gesilze. Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt. Eine komplette Folge nur reden. Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt.